bin die Jasmina aus Innsbruck und möchte von einem Gentleman gefunden werden. Ich bin eine selbstbewusste Frau und ich weiß, dass sich die Männer das nicht trauen, mich anzureden und anzusprechen. Ich hätte doch ab und zu mal jemanden sehr gern an meiner Seite. Nicht ständig, also ambulant, aber nicht stationär. Und natürlich die Erotik nicht ausgeschlossen, gell? Niveauvolle Erotik. Was ist das? Ja, das bleibt dann der Fantasie überlassen. Meine Ehe war viele Jahre ganz toll, bis mein Ex-Mann mir klargemacht hat, er will die Scheidung. Er hat sich verliebt, er hat jemand anderen. Er kann mich nicht mehr anschauen, er kann mich nicht mehr sehen. Ich bin eine alte Frau. So wurde mir nahegelegt, dass meine Zeit abgelaufen ist. Wie kann man diesen Schmerz erklären? Man fällt in ein tiefes Loch. Und es wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Man weiß einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Also es war ganz, ganz schlimm. Aber ich hatte Gott sei Dank ein tolles soziales Umfeld. Nach meiner Ehe hatte ich eine berauschende Beziehung mit einem Marineoffizier aus Hamburg. Das ist leider in Brüche gegangen, weil ich wollte den Mann für mich selber haben und nicht teilen. Der war gebunden. Es war Niveau, absolutes Niveau. Und das möchte ich wieder haben, gell? So was Ähnliches. Stil, Klasse und Niveau. Also ich spreche jetzt eigentlich nicht Männer, sondern ich spreche Herrn Gentleman an. Also man muss ja nicht alles nehmen, was zwei Herzen hat, gell, als Mann. Ich meine, das soll eine Mischung zwischen Roger Moore, Pierce Brosnan, Sean Connery, so dazwischen drinnen, gell. Das wäre natürlich das Optimale und das Perfekte. Es muss knistern und natürlich ein gutes Küssen, das muss man können. Gutes Küssen muss man können, gell? Weil dieses Geschlappere, also das ist, also das kann ich nicht haben, das ist ein No-Go. Aber das ist keine niveauvolle Erotik dann. Und ganz wichtig ist Pflege, ganz wichtig, also das ist bei mir ganz, ganz, also oberste Priorität. Jasmina, sind Sie eine gute Partie? Na, aber absolut, ich bin ja die Bereicherung. Ich bin für den Herrn und die Gentlemen die Bereicherung. Sind mir auch die Männer zu Füßen gelegen. Ich hatte ja auch kein Problem. Ich habe mich umgedreht und die waren überall da. Ich habe keine Zeit für Langeweile. Das ist einmal Fakt. Ich brauche Spontanität. Ich brauche jemanden, der sich interessiert. Eigentlich auf breiter Ebene. Ob das jetzt Wirtschaft ist und über Immobilien, über Finanzwirtschaft, über Politik. Also ich brauche das. Das sind interessante Themen und da möchte ich darüber diskutieren und mich unterhalten. Und deswegen sage ich, ich spreche die Herren Gentlemen an. Und in ehemaligen Jugoslawien geboren, bin aber seit einem halben Jahrhundert in Tirol und ich fühle mich wie eine Tirolerin. Die ersten 10 Jahre war ich bei den Eltern und dann bei den Großeltern und dann ist die Großmutter gestorben. Also es war nicht sehr amüsant. Das heißt, Sie haben aber eher in Armut gelebt? Ja, schon sehr.
Ja. Aber es hat sich anders gewandelt und das ist gut so. Und jetzt schauen wir nach vorne. Ich bin ein totaler Fan vom Hansi Hinterseer. Also, der Hansi färbt sich natürlich die Haare, keine Frage. Aber er macht das aus dem Grund, dass er immer gleich ausschaut. Ich finde ihn entzückend. Und bärig. Und ich habe Fotos vom Hansi Hinterseer. Wenn ich am Frühstücktisch sitze, dann schaue ich mir dieses schöne Gesicht an. Dann habe ich was Schönes zum Anschauen. Und erfreue mich jeden Tag dran. Ich möchte so gerne bei dir sein. Dann werde ich nicht mehr so allein. Dann würde ich dich nicht so vermissen. Und würde dich immer wieder küssen. Ich möchte so gerne bei dir sein. Dann wärst auch du nicht mehr allein. Wir wären glücklich ohne Ende. Genauso soll die Liebe sein. Ja, ich bin eine bärige Tirolerin.